Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR-Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt falsch reagiert. Und ich frage euch folglich, habt ihr in eurem Leben schon mal sehr falsch reagiert und daraus ist vielleicht etwas sehr Schlimmes passiert? Falsch reagieren in einer extremen Situation zum Beispiel, dass ihr beispielsweise nicht den Rettungswagen angerufen habt, sondern irgendwie in Panik, in falscher Reaktion davongelaufen seid. Dass ihr vielleicht im Streit, in einem Liebesstreit vielleicht sogar zugeschlagen habt, also falsch reagiert habt. Oder dass ihr in einem Schock, in einer Schocksituation ein Geheimnis vielleicht ausgeplaudert habt, was ihr nicht hättet ausplaudern dürfen. Oder vielleicht habt ihr schon mal Fahrerflucht begangen, aus Panik, falsch reagiert. Also falsch reagiert, das ist unser Thema. Ich möchte gerne mit euch drüber sprechen. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch und unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, in die Mail unbedingt eure Telefonnummer auch reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Ursula. Ursula. Ja, guten Abend. 50 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Schön, dass du da bist. Danke. So, du hast auch folglich falsch reagiert in deinem Leben schon mal. Ja, vor gar nicht langer Zeit, also vor gut einem Jahr, ist mein Bruder verstorben. Und ich denke heute, ich hätte bei ihm sein müssen. Und ja, ich war aber nicht bei ihm. Wie waren die Umstände? Ist er plötzlich verstorben? Mein Bruder hat Selbstmord begangen, war aber nicht sofort tot. Wie hat er sich das Leben... Er hat sich erhängt. Hat sich erhängt? Ja. Wo? Zu Hause in der Garage. Wer hat ihn gefunden? Das ihn hat gar keiner gefunden. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Und er hat sich selbst noch ins Schlafzimmer geschleppt zu seiner Frau. Ach, also von der Garage ins Schlafzimmer? Ja. Ja, und das heißt, der Strick ist gerissen, oder? So genau weiß man das gar nicht. Und er hat sich dann ins Schlafzimmer geschleppt? Ja. War verletzt, oder? Er hatte starke Strangulationsmale am Hals. Und konnte nicht mehr sprechen und war ganz aufgedunsen. Sie hat dann den Notarzt gerufen. Das war, ich vermute mal, wenn du sagst, er hat sich ins Schlafzimmer geschleppt, dass das in der Nacht war oder am frühen Morgen? Es war am frühen Morgen. Am frühen Morgen, ja. Ja. Dann hat seine Frau den Arzt gerufen und er ist ins Krankenhaus gekommen. Er ist dann in die Klinik gekommen und die haben aber sofort vermutet, dass er das nicht überlebt. Ja. Wie lange hat er noch gelebt? Bis zum nächsten Morgen. Bis zum nächsten Morgen. Ja. Und du glaubst, deine falsche Entscheidung oder falsche Reaktion war, dass du nicht zu ihm gegangen bist? Ich war bei ihm. Ich habe es also nachmittags erst erfahren. Ich habe eine SMS gekriegt von meiner Schwester, habe zurückgerufen, habe mit meinem Schwager gesprochen und er hat mir gesagt, dass dieser Vorfall halt geschehen ist. Ich bin dann sofort in die Klinik gefahren, war bei meinem Bruder, aber er war ohne Bewusstsein. Habe von dem Pfleger erfahren, dass er die Nacht eventuell nicht überlebt, aber also eine ganz geringe Überlebenschance überhaupt nur hat. Ich war dann eine Zeit lang bei ihm. Man hat mir dann auch bedeutet, dass es etwas ungünstig ist, die ganze Nacht da zu verbringen. Warum? Weil in dem Raum noch zwei weitere Patienten waren. Ach so. Und ich bin dann zu meiner Schwester gefahren, habe mit ihr geredet und bin dann von ihr aus nach Hause gefahren und bin auf dem Nachhauseweg nochmal an der Abfahrt zu dem Krankenhaus vorbeigekommen und hatte so das Gefühl, ich muss da nochmal hin. Hast und ich habe es nicht getan. Ja. Ich bin nach Hause gefahren und am frühen Morgen haben wir die Nachricht bekommen, dass er innerhalb von Sekunden verstorben ist. Und ich denke einfach, mein Platz wäre da gewesen. Ich bin auch noch Krankenschwester zu allem Übel. Ach so. Und ich mache mir richtig Vorwürfe. Ich habe immer gesagt, keiner meiner Familie muss alleine sterben. Und ich habe... Als du da an der Auffahrt vorbeigefahren bist, was kannst du das so rekonstruieren, was da in dir vorgegangen ist, dass du nicht nochmal reingegangen bist? Also es war so, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung, dass nichts passiert. Ich habe so ein ganz
ich weiß nicht, das waren so zwei Gedanken. Der eine war, ich will nur noch nach Hause, ich will nur noch ein bisschen abschalten. Mhm. Und der zweite Gedanke war, ich muss da unbedingt noch mal hin. Ja, nun muss man ja auch berücksichtigen, auch wenn du Krankenschwester bist und mit sehr viel Leid vertraut bist, dass das natürlich für dich, da es ein enger Verwandter war, auch eine Schocksituation war. Ja, das ist ganz was anderes. Du standst ja auch an diesem Tag unter Schock, das kann man ja so sagen. Und der Anblick war sicher nicht schön. Der Anblick war furchtbar. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Hattest du ein enges Verhältnis zu deinem Bruder? Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Also wir haben uns gar nicht so oft gesehen. Aber das war auch nicht notwendig. Wie alt ist er geworden? 51. 51. Ja. Weißt du oder weiß man, warum er sich das Leben genommen hat? Also es ist bekannt, dass er depressiv war. Er war auch zuvor schon in Behandlung. Hm. Und aber es war, ja, wir hatten die Hoffnung, dass das nicht passiert. Er hatte schon einen Suizidversuch hinter sich, der schiefgegangen ist. Und er hat uns geschworen, das nie mehr wieder zu tun. Ich stelle mir das ganz schlimm für ihn vor und ganz dramatisch und tragisch, dass er das noch bewusst wahrgenommen hat, dass das fehlgeschlagen ist. Ja. Und die Schmerzen, die er hat aushalten müssen und die Angst auch, als er sich dann zum Schlafzimmer geschleppt hat. Ja. Da war er ja noch bei Sinnen. Und stelle ich mir auch schlimm vor, ja. Er ist auch in das Schlafzimmer seiner Frau gegangen. Mhm. Also er hat auch einen Sohn. Mhm. Und Gott sei Dank ist er nicht in dieses Schlafzimmer gegangen. Wie alt ist denn der Sohn? Der ist eine Woche später 10 Jahre alt geworden. Ach du je. Ach du je, das ist natürlich dann sehr gut, dass er zu der Frau gegangen ist. Ja. Hm. Als du ihn im Krankenhaus besucht hast, da war er schon im Koma. Ja, da war er ohne Bewusstsein. Und er ist auch nicht mehr aufgewacht? Nein. Tröste dich, das kann doch eigentlich ein Trost sein, dass er nicht mehr aufgewacht ist. Das heißt, er hat es ja gar nicht mitbekommen, dass du nicht da warst. Ja, das ist die Frage, weil ich kenne zum Beispiel eine Patientin, die lange im Koma war und die wieder aufgewacht ist und die meine Stimme erkannt hat, obwohl sie mich zuvor nie gesehen hat. Also ich weiß nicht, was man im Koma mitbekommt. Tja, das weiß ja niemand, da spekuliert man ja ganz viel. Das geht ja von, man ist komplett abgeschaltet bis hin zu, dass man irgendwie irgendwas. Ist er denn in diesem Raum dann gestorben, wo die anderen Leute auch drin lagen? Ja. Und es war sonst niemand bei ihm, auch kein... Nein, es war dann niemand bei ihm. Also wir hatten vor, morgens wieder hinzufahren. Und dann kam aber schon die Nachricht, dass er innerhalb von wenigen Sekunden verstorben ist. Es war nicht mal mehr Zeit anzurufen. Und warum war seine Frau nicht bei ihm? Also ich möchte da nicht so ins Detail gehen. Achso, da gab es auch Probleme in der Ehe. Nicht mehr so glücklich und verstehe. Sie hat es auch psychisch nicht so ausgehalten, weil der Anblick war schon sehr heftig. Mhm. Was hatte er für Verletzungen? Hatte er Rückenmarksverletzungen oder kann man das sagen? Also er hatte eine starke ein starkes Strangulationsmal am Hals. Mhm. Und es wird vermutet, dass er vielleicht einen Lungenriss hatte. Mhm. Und also wir haben ihn dann auch nicht obduzieren lassen. Mhm. War dann auch, weiß ich nicht, wollte keiner mehr genau wissen. Mhm. War sowieso zu spät. Ich weiß, dass man sich natürlich als Angehöriger so Gedanken macht, wie du sie dir auch machst. Mhm. Aber es gibt ja auch immer wieder so Überlegungen und Erzählungen, dass man hört, dass Menschen auch alleine sterben wollen. Dass sie es vielleicht sogar wollen. Das hat meine Freundin gesagt. Also die hat mich da mitgetröstet. Sie hat gesagt, vielleicht hätte er gar nicht sterben können, wenn du daneben gesessen hättest. Und trotzdem denke ich täglich daran, dass es vielleicht falsch war. Ja. Aber ich glaube, die Summe der vielen Jahre, die ihr miteinander verbracht habt und wie du dich da ihm gegenüber verhalten hast, die wiegt viel, viel mehr als vielleicht dieser, ich finde, wenn es ein Fehler war, war es auch nur ein sehr kleiner Fehler. Die Summe eurer... Etwas tröstlich. Ja, finde ich schon. Wirklich, finde ich großer Überzeugung. Du warst ja da, du warst da. Er lag in tiefer Bewusstlosigkeit. Ja. Du hast ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt und hast dein Leben sehr oft mit ihm wahrscheinlich auch Dinge unternommen und dich mit ihm unterhalten. Und ja, wir hatten auch viele Gespräche über die Depression. Er konnte sich nur nicht richtig öffnen. Mhm. Also er hat mit der Familie
wenig darüber gesprochen. Ich sage jetzt mal was mir vielleicht gar nicht zusteht, aber ich sage es mal, weil ich so ein Gefühl habe, wie du mir das alles erzählst. Ich glaube, wenn dein Bruder jetzt von oben was sagen könnte, dann wird er sagen, Ursula, ist in Ordnung, das ist nicht so schlimm. Ich glaube das. Ich glaube es wirklich. Ich sage es nicht nur, um dich jetzt zu trösten. So wie du die Geschichte geschildert hast, habe ich das so im Gefühl. Das wäre schön. Dennoch bleibt natürlich die Trauer und die Verzweiflung, wenn man jemanden so auf so tragische Weise verloren hat, aus dem ganz engen Kreis. Ja, das stimmt. Das ist schon furchtbar. Das ist so plötzlich. Man kann gar nicht reagieren. Und das Bild bleibt einem natürlich auch immer in Erinnerung, wie man ihn dann zum Schluss gesehen hat. Ne, im Kopf. Ja, das schon. Obwohl ich bin also wirklich der Meinung, man sollte die Leute noch mal sehen, die verstorben sind. Finde ich auch. Auch wenn sie vielleicht nicht so schön aussehen wie vorher, aber das gehört dann auch dazu. Das gehört zum Abschied. Ja, finde ich auch. Sehe ich auch. Ja. Liebe Ursula, dennoch wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute, auch wenn du in der Trauerphase bist. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt falsch reagiert. Habt ihr in eurem Leben schon mal falsch reagiert? Ja, was für eine Frage. Eigentlich haben wir ja alle schon mal falsch reagiert oder reagieren ständig falsch. Mal mehr oder weniger schlimm. Und in Erinnerung bleiben uns natürlich die falschen Reaktionen, wofür wir uns vielleicht ein Leben lang schämen oder unser schlechtes Gewissen machen. Was sind so falsche Reaktionen? Wann habt ihr besonders falsch reagiert? Und euch ist das sehr in Erinnerung und in eurem Gedächtnis geblieben. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Anke ist hier. Anke ist 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anke. Hallo. Wann hast du falsch reagiert? Und zwar am Muttertag, 13.05.2007. 2007? Ja. Ich habe keinen Rettungswagen geholt. Entschuldigung. Ja. Das geht um deine Mutter? Nein. Nein? Ein Mann. Und dein Mann. Und mein Mann ist dadurch wahrscheinlich halt für immer bis auf einen geringen Teil erblindet. Er ist deshalb erblindet? Ja. Moment. Erzähl mal so ein paar Wochen vorher. War dein Mann vorher schon erkrankt? Also es ist so, dass mein Mann 2002 wurde festgestellt, mein Mann hat Diabetes. Mein Mann war bis dahin ein sehr, wie soll ich dir das erklären, ein Kerl wie ein Baum, sag ich mal so. Und hat für alle rundherum Küchen gebaut, Umzüge gemacht. Und von da an merkte ich schon, dass seine Kraft immer mehr nachlässt. Und mein Mann ist dann Anfang 2006 in Altersteilzeit gegangen, weil ich einfach nicht mehr wollte, dass er sich quält. Und das war auch gut auszurechnen und wir würden auch zurechtkommen. Und dann kam dieses unglückliche Jahr 2007. Und da hat er mir im Februar mal gesagt, er kann irgendwie ganz schlecht gucken. Und dann war es aber nach ein paar Tagen weg. Und dann kam dieser Muttertag. Und wir sind das Auto gefahren. Wir waren auf dem Weg zu einer Konfirmation. Und er sagt plötzlich zu mir, ich kann die linke Seite nicht mehr sehen. Und ich merkte schon, von vorne kam ein Lastwagen. Und da habe ich noch geschrien, willst du uns umbringen? Ja. Und er sagt, ich kann doch die Seite nicht sehen. Und dann habe ich so ein bisschen ins Lenkrad gegriffen, habe versucht, dass wir um die Ecke rumkommen, wo gerade eine Abfahrt waren. Und dann hat er gehalten. Und dann habe ich gesagt, ich fahre dich jetzt sofort zum Arzt. Und er hat gesagt, nö, mir fehlt ja nichts. Und ich habe ja morgen einen Termin beim Arzt, weil es ihm auch schon 2-3 Tage vor sehr schlecht ging. Und ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe dann, mein Mann, wenn der so, der ist sehr bestimmt und auch hart gegen sich selbst und sagt, wir haben ja morgen Termin und das wird schon nicht so schlimm sein. Es war aber ein Hirninfarkt. Ach du je. Und als wir dann zum Arzt kamen, hat der dann gleich gesagt, wie ging das denn weiter? Ihr wolltet zu der Konfirmation fahren. Ja, wir sind auch hingefahren. Ihr seid hingefahren? Ja. Und ihr habt die Konfirmation auch begangen? Ja, aber wir sind nur 3-4 Stunden geblieben. Na immerhin, aber das hat er dann normal wieder mitgemacht. Aber es war aber nicht der Mann, den alle kannten. Hat er denn während dieser Zeit auf der Konfirmation sehen können? Oder waren da die Sehstörungen? Ja, es war immer da. Immer da. Die Sehstörungen waren da.
Und dann sind wir nächsten Tag zum Arzt und der guckte uns ganz groß an. Wir kannten den Arzt auch 30, kennen den der Arzt auch 30 Jahre und sagte, wir sollten mal ganz schnell zum Augenarzt gehen. Und ich, obwohl ich Asche auf mein Haupt, ich habe mal was mit Medizin gemacht, ich hätte das alles wissen müssen. Wir sind beim Augenarzt rein, ich bin draußen sitzen geblieben, mein Mann kam nach einer halben Stunde wieder raus und ich saß im Wartezimmer und er guckt mich an und sagt, ich habe einen Schlaganfall. Das hat der Augenarzt diagnostiziert? Ja, mein Mann hat einen Gesichtsfeldausfall gehabt. Ja. Und man sagt ja, bei einem Schlaganfall oder Hirninfarkt, es zählt immer die erste Stunde. Und man kann davon ausgehen, mich betrösten zwar immer viele, viele Ärzte und sagen, man kann es nicht sagen, es hätte auch anders ausgehen können. Ich sollte mir keine Vorwürfe machen. Bei einer fast Erblindung ist es immer so, dass da nicht viel zurückgeht. Was ist denn dann weiter geschehen? Dann hatte dieser Augenarzt die Diagnose gestellt. Dann sind wir zum Hausarzt zurück. Der hat uns ganz viele Überweisungen gegeben. Und dann fing die Odyssee an. Ich habe mir, Domian, niemand kann, also im Nachhinein muss ich sagen, was wir durchgemacht haben in der Zeit. Ich habe mir anhören müssen, es ist ja jetzt passiert, Sie kommen Sie mal in 3 Tagen wieder. Ich habe manchmal ins Telefon geschrien, um einen Termin zu bekommen. Also ich würde jetzt spontan denken, da wird man sofort in ein Krankenhaus eingewiesen. Ja. Und das war aber nicht so. Nein, es haben viele Ärzte Fehler gemacht. Und dann sind wir endlich einen Tag darauf in ein Röntgeninstitut gegangen. Und da hörten wir dann, es war nicht der erste. Ach du liebe Zeit. Es war bereits der zweite. Den ersten haben wir gar nicht wahrgenommen. Und das war die Zeit, wo er mal ein paar Monate vorher nicht richtig gucken konnte. Ist er denn dann endgültig wenigstens in ein Krankenhaus gekommen? Nein. Immer noch? Nein. Überhaupt nicht? Wir haben das alles dann so alleine durchgemacht zwischen Höhen und Tiefen. Ich hatte einen Fulltime-Job, ich bin arbeiten gefahren, habe 1000 Ängste ausgestanden und ich mochte ihn nicht alleine lassen. Und dann kam August, genau 3 Monate danach, und es passierte wieder. Es passierte wieder? Und da war ich dann aber so, dass ich innerhalb von einer Viertelstunde einen Rettungswagen da hatte. Er ist dann auf eine Station für Schlaganfallgeschädigte gekommen und er war dann halbseitig gelähmt. Aber das ging in 48 Stunden zurück. Ja. Aber das Augenlicht hat nochmal einen Treffer bekommen, wie er mein Mann immer so lapidar sagt. Und leider verschlechtert sich das Augenlicht immer und immer weiter. Das heißt, und ich mache mir die größten Vorwürfe. Dass du damals während der Fahrt zur Konfirmation nicht gesagt hast, so sofort ins Krankenhaus. Ja, und wir hatten 2 Handys dabei und alles. Ich hätte sofort 112 rufen müssen. Wie ist das denn jetzt im Moment? Kann er sich bewegen oder sitzt er im Rollstuhl? Nein, mein Mann ist, man sieht es ihm im Grunde genommen nicht an. Er kann nur, wie ich mal in Anführungsstrichen sage, ganz wenig sehen. Also wirklich sehr wenig und es wird immer weniger. Es wird immer weniger. Das heißt, aber was wohl bleiben wird, ist, dass die Hälfte des rechten Auges, das wird nicht weggehen. Aber alles andere wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch weggehen. Achso, das heißt, die Chance, dass das Augenlicht doch dann relativ sich wieder regeneriert, ist groß. Nein, also regeneriert sich nicht. Das nennt man Hämoanopsie und das ist ein Gesichtsfeldausfall. Ah, verstehe. Also, aber körperlich kann er sich bewegen, das geht, ja. Aber die Augen haben halt den wie du gerade den Treffer abgekriegt und. Ja. Und was auch noch geblieben ist, das merkt man halt nur erst im Laufe der Zeit, weil man ist sehr vergesslich und er hat sehr, sehr wenig Kraft. Wie alt ist dein Mann? 60. Weißt du, Anke, die Situation, die du gerade beschrieben hast, wo du sagst, hätte ich den mal direkt ins Krankenhaus gefahren. Hast du einerseits recht, andererseits habe ich gerade genau sehr aufmerksam verstanden, dass dein Mann ein sehr dominanter Mensch ist. Ja. Und wenn der dann ganz klar sagt, nee, pass mal auf, ist gut, so schlimm ist es nicht, ich habe ja morgen meinen Arzttermin, dann ist das wahrscheinlich auch so, ja, so üblich gewesen in eurer Beziehung, dass du dann gesagt hast, okay, dann soll er mal so machen, wie er es für richtig hält. Ja, aber heute bestimme ich den Weg. Das ist wirklich weil ich Eigentlich, Anke, trägt er mehr die Schuld als du. Denn er hat ja in seinen Körper den besten Einblick. Ja. Er hätte sagen können, ja, ich muss ins Krankenhaus, ich muss sofort, es muss irgendwas geschehen.
Wobei das heute anders ist, ne? Das ist natürlich klar. Heute ist es anders. Ja. Aber damals wäre es wahrscheinlich zum Riesenkrach gekommen, wenn du mit Gewalt gesagt hättest. Wir waren dabei, uns im Auto zu streiten. Das fing schon an. Und dann habe ich gedacht, sei ruhig, fahr du. Und dann fahr ihn dahin. Und dann. Also stellt sich so die Frage, was hättest du denn noch tun können? Du kannst doch diesen Mann, der so massiv auch reagiert, nicht mit Gewalt ins Krankenhaus zerren können. Aber ich mache mir natürlich Sorgen. Natürlich macht man das, ja. Und aber wenn ich das so mal erzähle, kommen mir schnell die Tränen. Weißt du, was mich aber auch wundert, entschuldige, wenn ich unterbreche, was mich wirklich sehr wundert, oder was mich empört, das muss ich sagen, wenn so eine Diagnose vermutet oder gestellt wird, dass ein Patient nicht sofort optimal neurologisch behandelt wird. Wir mussten uns, es glaubt uns keiner, wir mussten uns das alles allein erklären. Unfassbar ist das, unfassbar. Der gehört sofort in eine Klinik und es müssen alle Maßnahmen eingeleitet werden. Nach dem dritten Schlaganfall hat sogar noch eine Dame, die ehrenamtlich, die gehört im Krankenhaus zum Sozialdienst und die arbeitet ehrenamtlich für diese sogenannte Schlaganfall. Die hat noch zu ihm gesagt, hier brauchen wir ja keine Reha, Sie sind ja fett. Ja, er hat bis heute keine Reha bekommen. Es ist, was wir mit Ärzten durchgemacht haben, ich könnte ein Buch schreiben. Und dann habe ich einen Schwerbehindertenausweis und da hat er 40% bekommen. Es läuft gerade ein Widerspruchsverfahren und alles. Das alles auch noch zu dem ganzen persönlichen Schicksal, was man da teilen muss. Mein Mann ist jetzt Rentner. Da muss man natürlich sofort in Rente gehen. Uns geht es nicht schlecht. Ich habe aufgehört zu arbeiten für ihn, weil er teilweise 12 Stunden alleine war. Und das kann ich nicht machen. Und es hat uns alle verändert, die ganze Familie. Und es hat uns verändert. Wir sind schon sehr, sehr lange verheiratet. Aber wir leben, ja, wie soll ich das erklären? Es ist nach so langer Zeit ist es schon sehr alles eingefahren. Aber es hat sich durch diese Geschichte wieder unglaublich verändert. Ja, das ist doch dann sogar etwas Positives in all dem ganzen, in der ganzen Traurigkeit. Aber es macht mich sehr traurig, dass sowas dann erst passieren wird. Ja, natürlich. Aber für mich sind heute ganz andere Dinge von großem Wert. Wenn mich heute einer fragt, was ich möchte, dann sage ich immer nur Gesundheit und ich möchte meinen Mann behalten. Meine Angst, ich gehe inzwischen in therapeutische Behandlung, meine Angst geht eigentlich nie weg. Ich lebe in ständiger Angst. Liebe Anke, das ist ein Stichwort. Dann würde ich dir sehr gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Jetzt nach unserem Gespräch. Ja, möchtest du das? Ja, das möchte ich. Ja, dann möchte und ich möchte allen Menschen, ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen und allen Menschen raten, bei den kleinsten Anzeichen einfach, und wenn man einmal zu viel den Rettungswagen ruft, es ist völlig egal. Ja, weil gerade beim Schlaganfall jede Minute zählt. Ne? Ja. Genau. Und das liebe Anke, du richtest bitte deinem Mann die besten Wünsche und Genesungsgrüße von mir aus. Ja. Und ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute. Ich danke dir, Domian. Es war schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Und du legst bitte auf und meine Psychologin, die Simone, ruft dich gleich an. Ich danke dir, Domian. Alles Liebe euch beiden. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt falsch reagiert. Wenn ihr in eurem Leben auch schon falsch reagiert habt oder sehr falsch reagiert habt und euch das sehr zum Nachdenken bringt oder euch sehr belastet, dann meldet euch 0800 220 50 50. Marion ist hier. Marion ist 53. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marion. Was ist bei dir geschehen? Ja, folgendes. Es war 1989 und da ist ein sehr guter Freund von mir gestorben. Und ich habe also mitten während der Trauerfeier angefangen zu lachen. Ach. Also in der Trauerhalle während der Feier. Ja, richtig. Und das war das ein sehr guter Freund? Warst du eine Freundschaft war das? Es war eine Freundschaft. Ja. Also ich hatte mit diesem Mann keine Beziehung, aber es war ein sehr, sehr guter Freund. Hast du relativ weit vorne gestanden oder gesessen in der Trauerhalle? Nee, so ziemlich in der Mitte. Warum hast du gelacht? Weil vorne haben die Angehörigen gesessen und ich weiß es nicht, warum ich angefangen habe zu lachen. Das kam auf einmal über mich. Ich dachte, ich kann mich irgendwie nicht mehr steuern. Es wurde mir alles zu viel. Ich kam da irgendwie mit der ganzen
Thematik nicht zurecht, mhm. habe ich so den Eindruck, ja. Kleine Bitte zwischendurch, könntest du den Ton von deinem Fernseher oder Radio ganz runter? Ja, selbstverständlich. Ganz runter. Ist besser? Ja. Wie lange hast du gelacht? War das einmal so ein Lacher oder so richtig so ein Lachanfall? Das war ja wie so eine Art Krampf und ja, ich habe das dann aber auch irgendwo gemerkt, weil mich dann schon die Leute angeguckt haben und ja, ich bin dann auch rausgerannt und das ist ja in so einer Trauerfeiersituation ein unglaublicher Vorgang, wenn plötzlich jemand anfängt zu lachen. Da müssen die anderen Leute doch ja ratlos, empört, fragend dich angeschaut haben. Ja, genau so haben sie auch mich angeschaut. Also kannst du so im Nachhinein noch rekonstruieren, wie viel, ob das eine Minute gedauert hat, das Lachen? Oder nicht ganz eine Minute. Es waren vielleicht so 30 Sekunden. War das während vorne der Pastor oder wer auch immer die Trauerrede gehalten hat? Mhm. Ja. Ja. Dann bist du rausgelaufen. Und dann bin ich rausgelaufen, ja, weil ich halt mich unsagbar geschämt habe für meine Reaktion. Mhm. Weil ich dann in dem Moment auch schon gemerkt habe, hallo, da geht was mit dir durch, mit den Nerven. Mhm. Und eine Freundin, die kam dann noch zu mir rausgerannt und hat mich in den Arm genommen und hat mich gedrückt und sagte, hey, ist gut, weil ich dann halt auch schon angefangen habe zu zittern. Und ja. Wie war dein Verhältnis zu dem Verstorbenen? War das ein sehr, sehr enges Verhältnis? Es war schon ein sehr enges Verhältnis, ja. Der Verstorbene damals, wie alt ist er geworden? 38, er ist an Krebs gestorben. Mhm. Also Hodenkrebs. Mhm. Und ja, wir hatten wirklich ein sehr enges Verhältnis. Das war so, ja, wenn man so sagen kann, keine Beziehung, aber es war so Mann-Frau-Freundschaft. Mhm. Ja. Mhm. Also, ja. Da kam mir gerade im ersten Moment in den Sinn, als du das gesagt hast, dass das so eine fast wie so ein Blackout war. Ja. Ne? Dass du in der Verzweiflung ist das so aus dir herausgebrochen. Es hatte überhaupt nichts mit wirklichem Lachen zu tun. Nein, es war kein Lachen, dass ich mich jetzt darüber gefreut habe. Mhm. Dass dieser Mensch jetzt gestorben ist? Nein, natürlich nicht, so habe ich es auch nicht verstanden, sondern einfach ein Ausdruck des Chaos in dir, des Gefühlschaos richtig, in dir. Richtig, ganz genau so war das. Das war, ja, ich sag mal, das war vielleicht, ich meine, ich bin kein Arzt oder so, aber ich denke mal, dass das vielleicht so eine Art von einem Nervenzusammenbruch war. Durchaus denkbar, ja. 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 Hast du denn dann weiter an der Trauerfeier teilgenommen? Nein, ich konnte da nicht mehr zurück. Bist du dann auch nicht zum Grab gegangen, zu der Beisetzung? Nein, das habe ich nicht mehr geschafft. Mhm. Gab es denn Leute in der Trauergemeinde, die es dir dann doch übel genommen haben? Du hast gerade gesagt, manche haben dir es nicht verübelt, aber gab es Leute? Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich ja dann nicht mehr zurückgegangen bin und ich halt auch zu den Angehörigen keinen Kontakt mehr aufgenommen habe, weil ich mich halt so unsagbar für diese Reaktion geschämt habe. Mhm. Ja. Und ich halt auch bis heute, das sind jetzt fast 19 Jahre her, und ich auch bis heute mich da nicht mehr so richtig rangetraut habe an die Leute und und ich da halt immer noch drunter leide, weil ich mir halt denke, was hast du da jetzt den Angehörigen angetan, ja? Die das vielleicht falsch verstanden haben und das gar nicht so nachvollziehen können. Ich glaube natürlich, für Angehörige in dem ersten Moment ist das schockierend, wenn man plötzlich in der hinteren Reihe jemanden lachen hört. Aber ich glaube, im Nachhinein werden sicher die meisten auch darüber nachgedacht haben und es wird denen wahrscheinlich auch so gegangen sein, wie mir jetzt gerade, wie du es erklärt hast, dass das ein Ausdruck einfach der Verzweiflung war. Ja. Und dass dir völlig entglitten ist, wie du dich verhältst. Das ist ich habe das sogar noch gemerkt, wie das so in mir hochsteigt. Mhm. Und ich habe versucht, das ständig zu unterdrücken und es ging nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht unterdrücken. Es war schade, dass du nicht damals, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, so einige Wochen später oder Monate später einfach den engsten Angehörigen vielleicht einen Brief geschrieben hättest und das erklärt hättest oder dich entschuldigt. Heute könnte ich das vielleicht, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht dann nach so vielen Jahren vielleicht schon zu spät ist.
Finde ich nicht. Finde ich nicht. Nein, finde ich nicht. Wenn dich das nach so vielen Jahren noch so belastet, und mit Sicherheit werden die engsten Angehörigen dieses auch sehr, sehr genau in Erinnerung haben, diesen Vorfall, finde ich, dass du das auch heute auch machen kannst. Und ich finde das völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Wenn du es so erklärst, wie du es mir erklärt hast, wird da jeder Verständnis für haben. Jeder. Es ist, du hast es im Prinzip auf den Punkt gebracht. Das war eine Art Nervenzusammenbruch, der sich geäußert hat durch hysterisches Lachen vielleicht. Richtig, es war ein hysterisches Lachen, ja. So. Das ist genau das richtige Wort, ja. Mhm. Ich würde es machen, wenn du noch weißt, wer das ist und wo die Leute wohnen. Vielleicht die wichtigsten von dem Angehörigen des Verstorbenen. Ja, da ist zum Beispiel noch ein Bruder. Und mit dem könnte ich vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Mhm. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Vielleicht wäre es auch ganz gut, das in Form eines Briefes zu machen. Da kannst du dir genau überlegen, welche Worte du wählst und... Genau. Da hat man ein bisschen mehr Ruhe, als wenn man jemanden dann noch anruft oder sich mit jemandem trifft. Da weiß man nicht. Anrufen finde ich auch nicht so toll, weil das dann so eine Art Überfall wäre. Genau, ganz genau. Ja. Und dann lieber halt einen Brief schreiben und das mal alles erklären und dann die Reaktion eventuell abwarten. Denn dann hat der Bruder ja dann auch Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Definitiv. Und das ist für dich auch eine Entlastung, wenn du es mal so losgeworden bist. Ja. Ja, mach es, Marianne, mach es. Dafür ist es nicht zu spät, bin ich ganz sicher. Ja, finde ich okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, Domian. Tschüss. Tschüss. Falsch reagiert, unser Thema heute, und dazu hat auch angerufen Nadine. Nadine ist 29, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, grüß dich. Hallo Nadine. Wann hast du falsch reagiert? Ja, also ich habe in der Liebe falsch reagiert. In der Liebe? Ja, in der Liebe. Und zwar... war ich mit einem Tunesier zusammen. Mhm. Wann? Und der hatte, 2005 war das gewesen. Ja. Und es ging halt dann damals darum, dass seine Papiere halt ablaufen. Mhm. Ja, die halt dabei waren abzulaufen. Mhm. Und für ihn halt klar war, dass irgendwie, dass er jetzt heiraten wollte natürlich. Ne? Also du hast ihn in Tunesien kennengelernt? Nein, ich habe ihn hier kennengelernt. Hier kennengelernt. Und er war in Deutschland. Hier mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis? Richtig, oder? Mhm. Genau. Mhm. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns nachts in der Diskothek mal kennengelernt. Ach so, war der Klassiker. Ja, genau. Ja. Mhm. So, und dann liefen... Das war alles total super, so. Und ich glaube ihm heute, dass er mich auch wirklich hätte aus Liebe geheiratet. Natürlich auch mit der dem Stolz, den halt die Tunesier haben, wenn sie dann halt zurückgehen würden. Also sind die in Tunesien halt nicht mehr so angesehen. Ne? Das heißt, guck mal, der war in Europa, der ist jetzt wieder da, hat nichts geschaffen und so. Und das ist für die dann halt auch... Also mal eins nach dem anderen. Also die Aufenthaltserlaubnis lief dann aus. Also war abzusehen halt. War abzusehen. Und dann, was wollte er dann? Also er hat gesagt, wenn wir halt zusammen bleiben wollen, dann müsstest du mich halt schon heiraten, damit wir weiterhin, also wir hatten dann noch schon ein paar Pläne gemacht. Ja. Das, wenn wir das halt verfolgen wollen. Wie lange wart ihr denn zu diesem Zeitpunkt schon ein Paar? Ja, so 9 Monate waren es dann doch schon. Ja. Hast du ihn dann geheiratet? Also im Nachhinein sage ich mal, hätte ich es mal gemacht, aber durch das Umfeld auch. Die haben gesagt, ja, hier die Tunesier und die wollen alle nur heiraten wegen Papiere und teilweise mag das ja auch wohl stimmen. Und ich war dann halt auch so verunsichert und meinte mir, ich brauche noch ein bisschen Zeit und so dass er dann aber eine gefunden hat, die ihn dann geheiratet hat und er mich dann verlassen hat, ne? So von heute auf morgen dann mehr oder weniger. Aber da hat er einfach sich eine Frau ausgesucht, nur um zu heiraten. Genau. Ja. Die hat ihn dann auch nach 2 Monaten hat sie ihn dann ja auch geheiratet. Ja. Also wir haben aber weiterhin Kontakt, also er ist dann auch wieder quasi, hat mich wieder aufgesucht, weil er dann ja auch festgestellt hat, so, ne, dass ich halt schon die Dame seines Herzens halt bin, so, ne? Und das geht bis heute? Wir treffen uns ab und zu, ich wäre auch gerne wieder mit ihm zusammen, nur das geht halt so nicht, ist klar, ne? Ja, wie wäre das denn, wenn er jetzt, ist er denn mit dieser Frau noch verheiratet? Die sind verheiratet, ja, und die leben auch zusammen. Also es war dann aber eine Scheinehe, oder ist eine Scheinehe, oder? Also sie liebt ihn schon, ne? Also ich denke, er ist halt derjenige, der so ein bisschen... Er hat das aus strategischen Gründen gemacht. Ja, genau. Das hat er jetzt... mir auch schon mal, also so nicht, aber meiner besten Freundin halt auch gesagt, ihm geht's halt echt auch beschissen. Wohnt er denn bei dir in der Stadt oder im Ort?
Er wohnt bei mir in der Stadt. Ach so, das heißt, ihr, ja, wie oft seht ihr euch? Also ab und zu sehen wir uns halt schon, ne? Also entweder auf Reggae-Partys trifft man sich halt. Also ihr trefft euch nicht gezielt, verabredet euch nicht gezielt. Doch, auch. Das auch. Läuft auch was zwischen euch beiden? Also es ist was gelaufen. Ja. Aber das ist so eine Sache so, ne? Ich finde das auch natürlich, ich kenne dann auch eine Freundin, die jetzt wiederum Sachen erzählt hat von dieser armen Frau da, ne? Die liebt ihn halt total und er ist da, hält sich da halt so distanziert ihr gegenüber, ne? Das heißt, du bist, du hast im Prinzip seit 2005, ist dein Herz mit diesem Mann beschäftigt? Also ich habe mich zwischendurch auch abgelenkt, so ist das ja nicht. Mhm. Auch verliebt aber wieder neu? Ja, ich habe zwischendurch auch geheiratet. Ich Ach, du hast auch geheiratet? Genau. Und ich habe dann auch einen Ausländer geheiratet, weil diesmal wollte ich das ja den anderen dann halt zeigen, dass ich mir nicht nochmal irgendwie was... Auch jemand, der hier bleiben wollte? Ja, genau. Oder beziehungsweise ich bin irgendjemandem hinterhergeflogen. Das waren alles so kleine Racheakte. So, ich war so verletzt und... Sonderbar. Und was ist jetzt was ist aus dieser Ehe jetzt geworden? Na, ich lasse die gerade annullieren, weil... ja, das war dann doch nicht so. Das hat sich, das würde in Zukunft nur mit Stress ausarten. Du machst aber seltsame Sachen. Ich meine, du, ist klar, dass das auch ein Straftatbestand ist, ne? Eine Scheinehe einzugehen. Also nein, diesen Mann habe ich auch gedacht. Ich habe zumindest gedacht, dass ich ihn liebe. Ach so. Nur derjenige hat sich dann so entpuppt, dass er mir dann, nachdem ich wieder in Deutschland war, erzählen wollte, ich würde ihn ja sowieso nicht lieben und ich hätte ja eh einen anderen. Also die große Fehlreaktion für dich ist, wo du sagst, da habe ich falsch reagiert, dass du dich damals von deinem Umfeld hast beeinflussen lassen. Ja, genau. Und hast nicht diesen Mann aus Tunesien, ne? Ja, gibt es denn da irgendwie eine Perspektive noch, dass ihr vielleicht doch zusammenkommen könntet? Also das Ding ist auch so, ich mag ihm jetzt auch nicht so meine Gefühle so hundertprozentig, dass ich ihm sage, ja, so, ich will jetzt wieder mit dir sein, weil bin ja auch irgendwo, hat mich das natürlich auch gekränkt in meinem Stolz, ne? Das ist halt so eine Sache. Also das... Verstand und Herz kann man da so schlecht auf einen Nenner bringen in der Geschichte. Schon, aber du machst auch nicht einen klaren Strich unter die Geschichte. Ja, es fällt mir, also es war halt schon schön so. Also das habe ich so noch auch nicht wieder gehabt, so von der Seichtheit der Gefühle her, so einfach so. Ne? Also, ich habe ein paar Fehlentscheidungen gemacht, einfach dann auch so halt ablocken oder jetzt auch nicht alleine sein, so egal jetzt, was alle anderen sagen, sowieso. Irgendwie. Ich meine, jetzt ist natürlich wichtig, dass du schon irgendwie eine Haltung einnimmst. Du kannst das ja jetzt nicht so Jahre und Jahre weiter so plätschern lassen. Ne? Das blockiert dein Leben und irgendwie ist das ja alles so nicht Fisch und nicht Fleisch, was da gerade abläuft. Genau. Also da musst du schon irgendwie eine Linie finden für dich. Auf jeden Fall ist die Fehlentscheidung jetzt mir klar geworden. Ja, das ist schon, ich meine, da sollte man sich mal drüber im Klaren werden, dass man auf jeden Fall das, was sein Herz einem sagt, ne? Ja, unbedingt. Dass man das macht und dass man sich nicht von anderen Leuten, man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ja. Nur ist das Herz manchmal auch blind, ne? Und dann ist ein guter Rat von einem guten Freund auch wiederum wichtig. Es ist alles immer kompliziert. Liebe Nadine, ich danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Ebenfalls. Tschüss. Hier ist Helmut. Helmut ist 64. Guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Hier ist der Helmut. Helmut. Ja, ich habe falsch reagiert. Und zwar aus folgenden Gründen. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich. Mhm. Und bin da immer wieder behandelt worden, auch mit Opiumpräparaten, schon weil es so schlimm war. Es strahlte aus im linken Arm und im Brustbereich. Und auch mein Hausarzt hat mich behandelt. Und es wurde halt im September letztes Jahr so schlimm, dass meine Frau gesagt hat, du musst ins Krankenhaus. Und ich habe halt auf die Frau nicht gehört. Und auch auf den Hausarzt nicht. Und es war dann so schlimm, ich saß hier in der Nacht auf der Couch und habe mir gesagt, lieber Gott, lass mich sterben, ich halte es nicht mehr aus. Und dann an dem Freitag, also war es so heftig, dass ich den Hausarzt selber gebeten habe, weiß mich ein. Warum hast du denn nicht sofort auf den Rat auch deiner Frau gehört? Ach, weil ich weiß nicht, ich wollte einfach, ich habe mir gesagt, ich werde behandelt auf die Halswirbel und es sind gute Präparate, aber es muss doch mal vorbeigehen. Ich war zu dumm dazu einfach. Ja, ich kam im Krankenhaus an und die hatten mich sofort auf die Intensivstation gebracht.
und gesagt, wenn Sie eine Stunde später kommen, dann können wir keine Garantie mehr übernehmen. Also wenn du eine Stunde später gekommen wärst, wär's vorbei gewesen. Was heißt vorbei? Du wärst gestorben? Ich wäre gestorben. Ach. An was dann letztendlich? Am Herzinfarkt. Ich hatte Herzinfarkt. Ach so. Einen Milzinfarkt und Lungen- und Rippenfellentzündung. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Und das heißt, diesen Herzinfarkt hattest du als solchen gar nicht. Den hatte ich gar nicht bemerkt. Und bei der Untersuchung stellte man fest, dass ich schon früher einmal einen Herzinfarkt hatte, einen sogenannten stillen Herzinfarkt. Mhm. Und war dann 15 Tage auf der Intensivstation gelegen und bekam zweimal einen Herzkatheter. Mhm. Und beim zweiten Katheter wurden mir 4 Stents eingesetzt. Ja. Ja, und dann war ich noch einige Zeit im Krankenhaus und wurde anschließend zu einer Anschlussheilbehandlung nach Bad Wiessee verlegt. Mhm. Und blieb dort 3 Wochen und jetzt ist das wird alles so langsam. Es geht nicht so schnell mehr, wie ich mir das vorstelle. Aber du bist einigermaßen wieder auf dem Damm im Moment. Ja, also schon. Es sind halt manchmal Tage drin, wo ich sage, es geht überhaupt nicht. Ja. Und dann lege ich mich halt die ganze Zeit auf die Couch oder ich lasse es gemütlich angehen. Also dann hat deine eigene Fehlentscheidung hat dir fast das Leben gekostet. Auf alle Fälle. Und ich bin so froh, dass meine Familie so hinter mir gestanden ist, dass sie zu mir gehalten hat und gesagt, wir brauchen dich. Und weiß nicht, ich war so stur, weil ich mir dachte, Mensch, ich habe doch gute Präparate und die müssen doch irgendwann mal einsetzen oder mal. Ja, und dann hat man natürlich auch immer eine Aversion, ins Krankenhaus zu müssen. Ach, und Angst. Ich war schon so oft im Krankenhaus. Genau, genau. Dann ist man besonders mürbe. Ich war jetzt schon wieder ins Krankenhaus. Mhm. Und du kennst es ja selber, wenn man ins Krankenhaus muss, man ist nicht mehr Herr der eigenen Situation. Mhm. Und dann muss ich noch sagen, ich bin ein Schnarcher und habe Angst gehabt, dass ich vielleicht den Bettnachbarn störe. Es war so Rücksichtnahme von mir. Also was denkt man dann, ja. Hat deine Frau dir hinterher irgendwie einen Vorwurf gemacht, dass Nein, sie sagte, überhaupt. Hättest du mal auf mich gehört? Das hat sie mir schon gesagt, aber sie hat mir überhaupt keine bösen Vorwürfe gemacht. Ja, sie war froh, dass alles noch dann doch noch gut gegangen ist. Sie war froh, dass ich wieder, und meine Kinder waren auch froh, dass ich wieder einigermaßen hergestellt nach Hause kam. Was hast du daraus jetzt gelernt für dich? Ja, sofort, wenn ich Anzeichen merke, sofort den Arzt aufsuchen und sofort den Notarzt rufen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt so eine Dreifachblutverdünnung, Marcomar, Plavix und Ass. Und wenn ich eine kleine Wunde habe, das blutet, hört fast nicht auf zu bluten. Auch wenn es schlimmer blutet, sofort den Notarzt rufen. Ja, ja, ja. Und ab in die nächste Klinik. Ja. Und ich kann nur jedem raten, wenn irgendwie Schmerzen im linken Arm ausstrahlen, ruft lieber einmal mehr den Arzt an, als einmal zu spielen. Das haben wir gerade in Sachen Schlaganfall auch schon gehört. Und Schlaganfall betrifft eben auch junge Leute. Ich muss sagen, ich war ja vorgeschädigt. Ich hatte früher schon 2 Schlaganfälle und hatte immer wieder hohen Blutdruck und Cholesterin hoch. Aber ich habe das wahrscheinlich zu leicht genommen. Ja, aber Gott sei Dank, dass es so gut ausgegangen ist. Ja, Gott sei Dank. Also ich bin froh, dass ich noch lebe. Also ja. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehen kann und die Sonne oder. Das ist eine gute Einstellung. Ja, und ich habe auch sehr viel gelernt, dass man andere Dinge gar nicht so wichtig nehmen muss. Aber weißt du, Helmut, das ist immer das Traurige, dass man immer erst einen von Bug kriegen muss, bevor man das wirklich kapiert. Ja. Also wenn man gesund ist, wenn man gutes Leben läuft, hört man das immer so von den Leuten, dass die das so sagen und dann denken, okay, sind so Sprüche. Aber richtig kapieren tut man es erst, wenn man selbst getroffen wurde mal. Ich bin auch sehr ruhig geworden. Ich habe gesagt, ach, das sind doch Dinge, das ist doch gar nicht so tragisch, ist doch gar nicht so wichtig. Schau doch mal, es geht doch auch so und so. Oder regt euch nicht auf. Es gibt für alles eine Regelung und eine Lösung. Und also, ich freue mich, dass wir haben sprechen können. Das heißt nämlich, dass du relativ wohl auf bist. Und, ja, das freut mich auch. Und ich sehe jeden Abend deine Sendung. Das freut mich. Ich habe es auch in der Anschlussheilbehandlung in Bad Wiessee, habe ich dich gesehen. Ach, guck. Jeden Abend, obwohl ich ja früh wieder da sein musste für die Anwendungen. Mann, du Mann. Aber dann bin ich noch schuld, wenn die Patienten nicht ausgeschlafen sind. Ah, nee, es ging ganz gut. Lieber Helmut, alles Gute weiterhin wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch, Jürgen. Dankeschön. Alles Gute. Servus. Tschüss. Servus. Und hier ist der Pascal. Pascal ist 24 Jahre alt. Pascal ist nicht mehr da. Dann nehmen wir die Naemi. Stimmt das?
Nemi heißt. Nemi, grüße dich. Hallo Domian. 25 bist du. Ganz genau. Ja? Ja, ich wollte gar nicht selbst erzählen, sondern ich wollte dich fragen, ob du denn mal, also ich gehe davon aus, weil ja jeder mal falsch reagiert, ob du denn mal irgendwie in deiner Sendung so falsch reagiert hast, dass du dir im Nachhinein richtig Gedanken machen musstest drüber und daran zu knabbern hattest. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja einen Fall erzählen, ohne dass es irgendwie der Person ja, in der Tat gab es einmal einen Fall. Also manchmal rufe ich Leute privat nochmal an, wenn hier irgendwas so gelaufen ist, wie es nicht hätte laufen sollen. Je nach Tagesform und ja, so wie man gerade drauf ist, reagiert man ja auch nicht immer richtig. Ja. Aber es gab einen Fall, der mir damals schon sehr zu denken gegeben hat. Ich hatte hier einen Anrufer, der erzählte mir von einem sexuellen Missbrauch an seinem Bruder, an seinem kleinen Bruder. Und das war eine sehr bewegende Schilderung. Und wir alle, die wir zuhörten, meine Person eingeschlossen, waren sehr emotionalisiert. Und nun erzählte der Anrufer weiter, dass der kleine Bruder als Hauptbezugsperson ihn, meinen Anrufer, hat. Also die beiden haben ein ganz, ganz dickes Verhältnis miteinander. Der Täter wurde gefasst und der Täter wurde, wie ja so oft, leider viel zu milde bestraft. Und es stand nun... War das jemand aus der Familie oder... Nein, aus der Nachbarschaft. Ach, okay. Und nun stand an, dass der Täter aus dem Gefängnis herauskommen sollte. Es waren ein paar Jahre vergangen. Und wieder in die Nachbarschaft. Das heißt also, der kleine Bruder, der nun ein bisschen größer schon war mittlerweile, würde wahrscheinlich dem Täter wieder über den Weg laufen. Und der Anrufer erzählte das mit großer Emotionalität. Und er sagte so durch die Blume, dass er irgendwas tun würde, wenn er den Täter sieht. Er sagte nicht direkt was. Und ich war, wie gesagt, da auch sehr gefühlsmäßig eingebunden und habe das nicht weiter kommentiert. So, also es hat sich schon so angehört, es war so zu interpretieren, der Domian findet das auch richtig, wenn der dem einen auf die Schnauze haut oder vielleicht noch Schlimmeres macht. So, dann war das Gespräch vorbei und ich bin rausgegangen und wir haben ja nach der Sendung immer noch eine Nachbesprechung, eine manchmal bis zu einer Stunde dauernde Nachbesprechung, und dann haben wir uns darüber unterhalten und mir war sofort klar, dass das nicht so geht. Das geht so nicht. Dass man das nicht so stehen lassen darf. Und nun war die große Frage, wie erreiche ich diesen Anrufer? Was mache ich jetzt mit dem? Habt ihr denn immer die Nummern der Anrufer? Und dann bitte? Habt ihr denn generell immer die Nummern der Anrufer? Ja, natürlich. Wir rufen ja alle nochmal zurück, die hier bei uns anrufen. Ja, okay. Und dann habe ich mir was überlegt, die Nacht über und den nächsten Tag, und habe dann den Anrufer nochmal angerufen, privat. Und ich wusste, dass ich ihm nicht mit einem Satz kommen könnte, Selbstjustiz ist schlecht. Und es ist eine kulturelle Entwicklung, dass wir Gott sei Dank... Das wäre dann sehr abstrakt gewesen. Ja, weil er war einfach mit seinem Herzen bei seinem Bruder und war voller Hass auf den Täter. Und dann habe ich ihm gesagt, und das war die Rettung der ganzen Geschichte, ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt dem Täter etwas Schlimmes antust, wenn du ihn zusammenschlägst oder wenn sogar noch etwas viel Schlimmeres passiert, dann kommst du ins Gefängnis und somit entziehst du dich deinem kleinen Bruder, und dein kleiner Bruder ist nochmal gestraft. Und das war das entscheidende Argument, und da sagte er, du hast recht. Ich komme ins Gefängnis und mein kleiner Bruder sitzt ganz alleine da. Das heißt, nicht ganz alleine, aber relativ alleine. Ja. Und dann haben wir so überlegt, dass er lieber die ganze Energie, die er jetzt hatte, dahin verwenden sollte, dass die Familie umzieht und der kleine Bruder dann nicht mehr konfrontiert wird mit dem Täter. Ja, ja. Ja, das war ja gut, dass du dann nochmal die Chance hattest, mit ihm zu sprechen. Ja, gab es denn mal den Fall... Oder kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar öfter schon passiert ist, dass Leute anrufen und sich über deinen Ratschlag beschweren und sagen, das war eine falsche Reaktion, ich habe doch jetzt so gehandelt, wie du es mir gesagt hast, Domian, und es ist alles schiefgelaufen?
Also toi, 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 Gott sei Dank wüsste ich jetzt nichts, also mir ist nichts bekannt und mir ist nichts bewusst direkt. Das wird sicher auch schon mal vorkommen, aber Gott sei Dank, nee, eigentlich nicht. Ja, weil du bist ja schon immer sehr, sehr direkt, also du gibst ja schon, manchmal bist du ja sehr klar in deinen, oder oft bist du ja sehr klar in deinen Meinungen und in deinen... Ja, ich bemühe mich darum, ja, ja. Ah ja, ja, das wollte ich nur mal hören, das war interessant. Ja, das war auch sehr gut gefragt, denn das liegt ja auch nahe, dass hier auch mal falsch reagiert wird von meiner Seite aus und insofern war dein Anruf sehr gut. Okay. Nämlich, danke dir vielmals. Gut, ja. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Und hier geht's weiter mit der Andrea und Andrea ist 46 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domia. Guten Morgen, Andrea. Ja, meine Geschichte ist, ich war 7 Jahre mit einem verheirateten Mann zusammen, der vor 4,5 Jahren an Krebs verstorben ist. Und als er im Krankenhaus lag, hatten wir dann telefoniert und ich wollte dann noch vorbeikommen zum Krankenhaus. Und dann meinte er nur, wenn ich jetzt vorbeikomme, dann würde er sich auf seine letzten Monate noch von seiner Frau trennen und ich bin dann nicht hingegangen. Und das ist das, wo ich heute noch dran knabbere. Moment, das habe ich nicht verstanden. Er würde sich von seiner Frau... Das heißt, er war noch... Er war verheiratet. Er war verheirateter Mann, so hat es gesagt. Ja, genau. Genau. Und wie gesagt, wir waren 7 Jahre zusammen. Er konnte sich nicht scheiden lassen aus beruflichen Gründen, Selbstständigkeit etc., wie das eben meistens so ist. Ja, und ich bin eben nicht hingegangen. Und das bereue ich heute noch, weil wir hatten uns ja nie wieder gesehen. Warum bist du nicht hingegangen? Ja, ich habe eigentlich die ganzen 7 Jahre da Rücksicht genommen auf die Ehe und auf das Geschäft. Und ich habe auch nicht gewusst, dass es so schnell geht. Ich dachte, wir sehen uns nochmal. Das war eigentlich auch so, was wir verabredet hatten im Krankenhaus. Er hatte eine ambulante Chemo gemacht. Ist in kürzester Zeit rapide abgemagert. Der hat 120 Kilo gewogen, wog dann nur noch 62 Kilo. Oh wei. Saß im Rollstuhl, hat dann seinen Geburtstag im Juni noch gefeiert und ist dann 5 oder 6 Tage später verstorben zu Hause. Und das ist das, wo ich komme da heute immer noch nicht drüber weg. Das war meine große Liebe und wir haben auch nicht so, wie manch einer, wenn man das so hört, jetzt... ja, wenn welche mit Verheirateten zusammen sind, dass die sich einmal in der Woche sehen, sondern wir waren täglich zusammen, wir waren zusammen im Urlaub alles und meine Kinder waren... Also, warum hat er sich denn nicht früher von seiner Frau scheiden? Er konnte sich aus finanziellen Gründen nicht trennen. Wusste die Frau von eurer Beziehung? Das kam kurz bevor er an Krebs erkrankt ist raus. Da hat uns jemand mehr oder weniger verpetzt. Und ja, dann war die Chose dann beendet. Wir haben uns zwar dann immer noch mal gesehen, aber eben nur sporadisch. Und wir haben... Wie lange ist er denn an Krebs erkrankt gewesen dann? Das ging ganz schnell. Der ist im September hatte die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und im Juni ist er dann verstorben. Na gut, da waren schon einige Monate noch. Naja, aber er war davon auch mehrere Wochen im Krankenhaus, ne? Ja, ja. Was, wenn du heute noch mal neu... dich verhalten könntest, wie würdest du dich jetzt optimal entscheiden? Also ich würde auf alle Fälle zum Krankenhaus gehen. Ich hätte in der ganzen Beziehung vieles anders gemacht. Zum Beispiel? Ja, ich hätte wahrscheinlich hätte ich alles versucht, dass er sich scheiden lässt oder zumindest, dass er dann sich von seiner Frau trennt, weil das war, ja, wie soll ich sagen, das war mehr oder weniger nur so eine Zweckgemeinschaft noch, ne? Von ihrer Seite finanziell und bei ihm eben das Geschäft und aber wie gesagt, also wir haben uns damals kennengelernt, da habe ich in Scheidung gelebt und er war in unserer Stadt damals als Dozent beschäftigt, 2 Jahre. Und für ihn sollte es mehr oder weniger eine Abwechslung sein und für mich auch, weil ich eine schlimme Ehe hinter mir hatte. Ja. Und das ist eben dann ganz anders gekommen, ne? Bist du, ja? Ich bin dann weggezogen von da, wo ich ursprünglich herkomme und bin dann zu ihm da hochgezogen. Ja. Bist du auf seiner Beerdigung gewesen? Nee, ich wollte hin. Ich habe aber Angst gehabt, dass die Sache mit seiner Frau eskaliert. Also nicht jetzt, ich habe keine Angst vor ihr gehabt, sondern eher vor mir selber. Ich bin dann, gehe zwar jetzt regelmäßig immer ans Grab und alles und... wann war das Todesdatum genau? 19. Juni. Im letzten Jahr?
Nee, schon 4,5, 19. Juni 2003. Ach, 2003, ah, ja. Mhm. Aber ich bin da heute, ich komme. Ach, er ist vor vier, du sagtest vorhin ja auch, dass er vor 4,5 Jahren gestorben ist. Ja, ja, im Juni wären es 5, ja. Ja, ja. Und so viele Jahre geht das jetzt nach und beschäftigt dich? Und für mich ist das, ich komme da nicht drüber weg. Wie gesagt, das war auch meine ganz große Liebe und ich komme da einfach nicht drüber weg. Das ist so eine schlimme Situation, wenn man wenn man nichts mehr verändern kann. Nee, vor allem, weil ich den nicht mehr gesehen habe. Wir haben, Gott sei Dank, ich meine, man darf das zwar nicht, aber ich habe unser, als ob ich das geahnt habe, das letzte Gespräch, was wir im Krankenhaus hatten, telefonisch hatte ich mitgeschnitten. Mhm. Und das hast du mitgeschnitten, das Telefonat? Ja. Warum? Ich weiß nicht, wie eine Vorahnung, dass ich weiß, kann ich dir heute gar nicht mehr sagen. Ich weiß nicht warum, das war wie eine Vorahnung. Dass ich einfach seine Stimme immer habe und das war wie eine Vorahnung. Das heißt, du hast dieses Gespräch dir immer und immer wieder angehört später? Später, ja. Gibt es dieses Gespräch heute noch? Das existiert noch, ja. Wann hast du es das letzte Mal gehört? Na, vor einem Jahr. Also gut, okay, ich muss jetzt sagen, also bis vor einem knappen Jahr war das bei mir noch ganz schlimm. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Mhm. Und seit einem Jahr wird das bei mir eigentlich immer ein bisschen lockerer, ne? Wie lange hat das Gespräch gedauert? 10 Minuten. Das war am Tag seiner Entlassung. Mhm. Und da ging es genau um all die entscheidenden Sachen. Ja, genau. Ja. Mhm. Also auch nochmal unsere Trennung damals, als es eben rausgekommen ist. Und ja, seine Frau rief mich dann halt an und hat mich dann so übelst beleidigt. Ja, wie das denn so ist. Und ach, die Frau hat dich noch angerufen und dich aufs Übelste beleidigt. Ja, aber ich meine, gut, okay, dass sie nicht erbaut war, das ist ganz normal, aber... Mhm. Ich sag mal, wie gesagt, bei uns war das anders. Wir waren jeden Tag zusammen. Meine Kinder, die waren für ihn wie seine Kinder. Mhm. Und ja, wahrscheinlich, wie du gerade auch schon sagtest, hätte man viel früher schon reagieren müssen. Ja, ich denke mal, wenn er gewusst hätte, wie alles weitergeht, ich denke mal schon, dass er auch vieles anders gemacht hätte. Mhm. War er eher so ein doch eher ja, vorsichtiger Mensch oder vielleicht auch ein bisschen ängstlicher Mensch? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber das war rein das Geschäft finanziell. Mhm. Und er hat 3 Söhne. Mhm. Und hing, ich meine, gut, die sind auch erwachsen, ne? Er war 20 Jahre älter als ich. Mhm. Und hing immer sehr an seinen Kindern und hat eigentlich auch die Angst gehabt, dass die sich denn von ihm lossagen. Wussten die Söhne von dir? Nee. Das wissen die bis heute nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, was für eine verstrickte Sache. Ja. Hm. Das ist nicht so einfach. Ich meine, das Makabre daran ist, mein großer Sohn hat dort in der Firma gelernt und ist heute noch da, ne? Der ist heute noch da. Ja. Also in der Firma von meinem. Ich finde auch, wenn du dieses Gespräch aufgezeichnet hast, was ja schon irgendwie bizarre ist, dass du es überhaupt gemacht hast. Und wenn man sich dann auch dieses Gespräch immer wieder anhört, das reißt doch immer und immer erneut Wunden auf. Ja, sicher, aber das war wie so eine Vorahnung. Das war, ich weiß nicht, was, warum und weshalb, kann ich dir heute gar nicht sagen. Mhm. Das war wie eine Vorahnung. Und wenn ich mir das heute, wenn ich da heute so zurückdenke, hat das ja auch irgendwo einen Sinn gehabt, für mich jedenfalls, ne? Ja, sicher, ja. Ja, Andrea, das tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Und das ist jetzt alles nicht mehr rückholbar und nicht mehr veränderbar. Ja, wie gesagt, das Schlimmste ist, dass ich ihn nicht nochmal gesehen habe. Mhm. Dass wir uns wirklich im Krankenhaus das letzte Mal gesprochen haben und man konnte sich halt eben nicht verabschieden in dem Sinne. Und das ist das, was mich verrückt macht. Ja, natürlich. Und wenn du auch noch sagst, dass das so eine große und wichtige Liebe oder ja, so eine große Liebe für dich war. Ja, für ihn auch. Und das, wenn sich das vielleicht für andere jetzt nicht so anhört, aber das war tatsächlich so. Bloß er konnte eben nicht raus. Es ging nicht. Verstehe, ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn er gewusst hätte, wie das alles kommt, dann wäre er, dann hätte er sich scheiden lassen. Mhm. Oder hätte sich zumindest getrennt. Mhm. Andrea, meine Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Wenn du möchtest, rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, das wäre lieb. Das machen wir gerne. Ja. Alles Gute, tschüss. Kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, schicken wir dir zu. Ach, gut, okay, so. In der Technik, Uwe Petersen, bis morgen. Schöne Nacht wünsche ich euch. Tschüss.